Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Auspackvideo und heute, meine Damen und Herren, gibt es nicht nur Stissel von euch, den Zuschauern, sondern habe ich auch so einen kleinen Tonbeutel vom YouTube-Team bekommen. Den werden wir heute mal so ein bisschen inspizieren und von vorneweg möchte ich sagen, ist kein Product Placement oder sonst was, denn ich habe vielleicht in den Tonbeutel schon mal reingeguckt und da sind ein paar Sachen, unter anderem Lego und anderer Kram. Lasst euch überraschen! Ich muss kurz den Turmbeutel holen. Ich habe übrigens hier auch eine Cappy, die ist mir allerdings ein bisschen zu klein. Die passt auf meinen Riesenkopf nicht drauf. Deshalb, ja, das sieht wahrscheinlich richtig gut aus. Ich hole kurz den Turmbeutel. Eine Sekunde. Ah, Leute, mein Swag-Level ist schon wieder mit der Cappy over 9000. So, warte mal, dann kommen wir doch mal hier direkt. Okay, Chromecast Audio, das sind die Sachen, die ich von vorne weg schon gesehen habe, weil sie halt relativ groß waren. Aber ich dachte mir, ich präsentiere euch das auch nochmal, weil das sind halt so jeder YouTuber, der in dieser YouTube-Launch war, also YouTube-Gaming-Launch, der hat halt so ein Paket bekommen. Chromecast Audio, okay, Lieblingsmusik direkt auf die Boxen streamen. Hört sich ganz gut an. Und was haben wir noch? Game Capture HD 60S ist auf jeden Fall ganz nice. Vor allen Dingen, wenn ich in Zukunft mal mehr auf YouTube Gaming streamen möchte und dann irgendwie mal so ein paar Konsolen-Games wie zum Beispiel FIFA, da ist sowas auf jeden Fall immer mehr als praktisch. Und Elgato ist da ja eigentlich positiv bekannt. Packen wir auch mal in den Hintergrund. Okay, Elgato fällt um. Kein Problem, fällt er da um. Chromecast. Nochmal in der normalen Variante. Habe ich aber schon. Hatte ich mir selber mal geholt für meinen Fernseher. So, was haben wir hier noch so, Leute? Lego Dimensions, Alter, Limited Edition, Junge, Sammlerwert, deshalb packe ich das mal lieber nicht aus, aber hier, das können wir aufreißen, denn ich habe keinen Plan, was es ist. Und falls ich im Verlauf der heutigen Folge ein bisschen verschwitzt aussehe oder sonst was, weil es wird hier sekündlich wärmer, weil die beiden Softboxen, ich setze mal die Cappy, aber kann ja niemand antun, die hatte so eine Abwärme, ich werde hier geröstet, meine Damen und Herren, wir haben sowieso hier in Deutschland, beziehungsweise hier in Köln, gerade 34 Grad. Leute, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, wie warm es bei euch ist. Leidet ihr genauso wie ich? So, warte mal, was ist denn das jetzt hier? Oh, ich muss das aufblasen, ne? Oh, das ging aber schnell. Hä, was ist das? So, oh nein, nein, die Luft geht raus. Okay, ich lasse es mal lieber, bevor ich noch irgendwas umhau. So, was haben wir noch hier? Sind viele kleine Sachen. Jetzt ist hier noch ein bisschen Hearthstone-Stissel. Enter the Storm von Heroes of the Storm. Alright, alright. Und ein Affe. Und der Affe ist, glaube ich, von Overwatch. Okidoki. Perfekt. Mehr ist hier leider nicht drin, aber perfekt für diese Jahre, perfekt für 34 Grad, habe ich einen richtig nice Hoodie von YouTube Gaming bekommen. Passt jetzt vielleicht nicht unbedingt zu meinem Polo-Shirt, aber ansonsten finde ich den eigentlich ganz nice. Der hat hier, glaube ich, auf der Seite auch noch das YouTube Gaming Logo, was wirklich schön aussieht. Also sollten die Temperaturen in Zukunft mal ein bisschen fallen, dann werde ich den wahrscheinlich auch öfter... Oh, ist hier was drin? Ist hier vielleicht etwas zu naschen, aber es fühlt sich nicht so an, als würde es hier Naschen geben. Aber an sich ganz nett, vielleicht noch eine Nummer kleiner. Aber, weißt du, beggars can't be choosers. Ich bin froh, dass ich so einen Hoodie habe, weil Geschenke sind immer cool. Und ich mag auch dieser YouTube-Turmbeutel. Den finde ich allein schon mega cool. Ganz ehrlich, Alter. So, dann haben wir das abgefrühstückt. Jetzt wollen wir doch mal wieder weiter mit den Zuschauersachen machen, denn wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir haben noch 3,5 Säcke voll. Oh, Leute. Eine dicke Box. Die machen wir doch mal direkt auf. Ich sollte vielleicht den Hoodie eher mal ausziehen, weil... dann selbst gebastelter Edgar drin. Guckt euch den an! Es gab einen kleinen Unfall. Edgar hat ein Ohr verloren. Woran erinnert mich das nur? Vielleicht an eine Flasche, aber vielen, vielen Dank. Warte mal, hier sind noch mehr Sachen drin. Hier ist noch ein kleiner Edgar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mega über solche Sachen. So selbst gebastelter Kram. Oh, guck mal, da ist der Freedom Squad. Wer hat mir das denn geschenkt? Oh, da. Da sehe ich doch ein bisschen was Geschriebenes. Hey Palle, ich heiße Pauline. Ich gucke dich jetzt circa 1¾ bis 2 Jahre. Und ich bin immer wieder davon begeistert, wie du mit deiner tollen Art andere zum Lachen bringst. Deswegen möchte ich dir ein kleines Geschenk, dieses Schwein und ein Fanart schenken. Ich hoffe, dir gefallen diese Sachen. Bleib so, wie du bist, denn so bist du am besten. Liebe Grüße, Pauline. Hashtag Kürbistumor in Varo 4? Hier, lass dich überraschen. Ich weiß es nicht. Vielen Dank, Pauline. Danke. Oh, hier haben wir doch noch ein paar Sachen.
Das hier sieht schon wieder aus wie so eine kleine Leinwand. Was hab ich? Ich finde das immer Weltklasse-Geschenke auspacken. Oh, ach guck mal, da sitzen von Ines, Pidizzle und Edgar am Sonnenuntergang. Gucken uns das Ganze an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorlesen soll. Ich nenne sogar noch diese Holzstibbels. So, zeig ich, knack ich. Oh, was haben wir denn hier? Das ist doch so eine richtige Kunstmappe. Solche Sachen hatte ich früher in der Schule nie. Ich hatte einen College-Block, das war's. Für sämtliche Fächer. Krass, hier für Tyson. Was geht denn ab? Den können wir ihm eigentlich geben. Tyson! Tyson! Leckerli! Ja, komm her! Wer will lecker schmecker? Tyson, du musst ganz kurz. Die Leute wollen dich ja auch sehen. Komm her. Hoppa! Vorsicht! Ist alles gut? Zack! Hier. Möchtest du wieder runter? Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir. Vorsicht! Hopp! Zack! Und runter. Tyson, hier. Nicht vergessen. Genau, hol's dir. So, Lille. Oh Gott, jetzt sind hier ein paar. Ist ein bisschen Tyson-Schlodder und ein bisschen Tyson-Haare hier auf den Sachen, die mir nämlich geschenkt wurden. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Oh, guck mal, hier gibt's so ein paar Bilder von Team Paluffel. Oh, so schöne Erinnerungen. Ich hätte gern Kurt. Das ist doch cool. Wir wollten nochmal sagen, dass wir dich echt feiern. Vor allem Freedom und Videos mit Manual. Okay. Ach, das sind ganz viele. Das Kara und Eileen. Okidoki, hier sind die ganzen Sachen. Oh, und hier sind dann auch noch ein paar, eine große Zeichnung vom guten alten Freedom Squad. Vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen Tyson hat sich wahrscheinlich sehr, sehr über das Ganze gefreut. Der snackt das da hinten auch schon alles komplett weg, die alte Schlabberbacke. So, was haben wir denn hier? Für meinen Stern-YouTuber. Okidoki. Zack. Oh, guck mal, da drin ist erstmal ein dicker, fetter Pidizzle-Avatar und ein Pokéball. Mit einer Nachricht. Ich hatte leider kein Bisasam. Aber das Chelast? Was ist Chelast? Hier ist nichts drin. Hallo? Ach, das ist ein... Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich weiß leider nicht, was Chelast... Welche Generation ist Chelast? Aber danke für den Pokéball. Packe ich dich da mal wieder rein. Und Tyson! Der ist hier gerade an der Tür, der alte Schlawiner. Ich hab nur, aber du kannst doch jetzt nicht alles essen. Nein! Nein! Hier, komm, eine Sache bekommst du noch. Aber ich weiß nicht, ob du Bananenchips darfst. Sonst krieg ich Ärger mit Peter. Hier. Bitte sehr. Bis später. Boah! Ich muss ja unbedingt den Hoodie wieder ausziehen, sonst gehe ich hier komplett ein. Was ist das denn, Palu? Was haben wir hier noch drin? Ja, guck mal, da bin ich mit der Rasselbande. Ach, das ist wie so ein Tagebuch ist das ganze Aufbau. Da sieht man Hamburger Jung. Seine Eltern wussten schon früh, dass Patrick mal ganz groß rauskommt, weshalb sie 2009 die Videoplattform YouTube erfanden. Ah, das ist eine sehr, sehr gute Story. Natürlich, meinen Eltern gehört YouTube. Okay, du. War das 2009? Nee, 2006 oder 2005 wurde doch YouTube erfunden. Das werde ich mir auf jeden Fall, weil, Leute, da geht ganz lang. Da kann ich ja nicht alles vorlesen, da sind wir ja morgen noch nicht fertig. Aber das ist halt hier mit Varo 1, Minecraft Leben, Bad Wars Woche. Zack. Alter Schwede. Oh, guck mal hier. Ich glaube, das ist auf der ganz letzten... Nee, die ganz letzte Seite ist es nicht. Aber hier steht, bitte denk an den Kürbiskuchen für Sturmwaffel. Ja gut, das haben wir vielleicht bis dato ein wenig verpennt. Deshalb werde ich den jetzt auf jeden Fall direkt machen. Leute, das war's mit diesem kleinen Auspackvideo. Ich bin... Mir ist so warm. Mir ist wirklich absolut warm.
Ich werde das Ganze jetzt schneiden, damit das hoffentlich heute noch online kommt, denn wir haben es schon... Oh Gott, wir haben es viel zu spät. Mein Video wird heute definitiv ein bisschen später kommen. Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von diesem Schlüssel sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss!